Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge PixARK. Hallo. Freunde, wir haben übelst krasse Neuigkeiten, also Bauprojekt und so weiter, es geht weiter. Zuallererst, bevor wir da hingucken, ja, hier habe ich ein bisschen, ich war Holzfarm und so weiter und habe gedacht, hier pflanze ich einfach ein paar Bäume hin. Tut ja eigentlich Gutes, die Bäume sehen auch hübsch aus. Und dann, ja, kommen wir erstmal hier zur Base. Ich gucke jetzt extra unten zum Boden, denn das wird jetzt gleich krass. Ja, ihr habt es jetzt eventuell schon gesehen. Shit. Okay. Shit. Ja, wir haben hier etwas gemacht. Hier hat Gary irgendwie so ein Stall gebaut für die ganzen Dinos. Und pass auf, damit ich nicht so vorsichtig sein muss. Ja, ihr kennt ja unsere Höhle. Das ist die hier. Und das ist das Tor. Ja, warum ist das Tor da oben? Ja, weil... wir wollen das Tor unter die Erde haben. Ja, da kommen alle Dinos hin. Das wird ein Spaß. Kann man so sagen, denn ich habe hinten schon ausgerechnet, so circa. Es muss 28 Blöcke tief sein. So, das bedeutet, dass wir von hier aus komplett hinten rüber bis da zum Ende und hierhin rüberbauen müssen. Und ihr seht ja schon, pass auf, wir gehen da jetzt ganz kurz... ah ja. Achso, man kann doch rüber. Boah, ich bin fast tot. Okay, ja, also rüber kann man auf jeden Fall. Schon mal sehr gut. Die Schwänze nerven, kein Problem. Ja, das hier ist die Höhle. Wir gehen ganz kurz mal runter. Da könnt ihr ja sehen, wie tief das jetzt circa ist. Ja, so tief ist das. Aber es wird noch tiefer. Oh ja. Und das wird krass. Ich kann euch ja ganz kurz mal was präsentieren. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ein Holzding. Das ist dann so. Ja. Gigantisch. Es ist wirklich gigantisch. Ich weiß zwar nicht, wie es im normalen Ark ist, aber ich glaube, so groß ist es nicht. Das Holztor nehmen wir aber nicht. Ich glaube, da gab es auch noch nicht mal so ein Holztor in der Größe, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß, nur einen Stein gab es. In Stein gab es, genau. Und in Eisen. Und in Tech. So, aber das habe ich jetzt abgerissen. Brauchen wir halt nicht. Dann, ich wollte euch jetzt mal kurz zeigen, weil vielleicht schreibt der eine oder andere, ihr könnt doch einen ganz normalen Dino-Tor nehmen oder so. Ja, aber... süß. Ja, passt da ein T-Rex durch? Ich glaube eher weniger. Als ob du ein Tier... alles klar. Nee, aber hier seht ihr, es ist halt auch viel zu klein. Ach, stell dir vor, das Paraceratherium, das ist ja auch schon groß. Stimmt, das würde höchstens hier reinpassen, aber ein T-Rex glaube ich nicht. Nee. Deswegen, wie gesagt, halt, wir brauchen die größere Variante. Wir haben hier jetzt 16 tief gebaut, wir brauchen aber 28. Habe ich genau ausgerechnet, ihr könnt sehen. Ja, das wird auf jeden Fall das größte Bauprojekt beginnt. Sagen wir es mal so. Was wir je hatten. Genau. Jetzt aber, wir hatten das in der letzten Folge vergessen, wir müssen ganz kurz zur Höhle hin. Wir haben diesen komischen Gürteltier vergessen und den anderen. Den Schleim. Den Schleim, genau. Und da stand in den Kommentaren, wir brauchen Trüffel. Deswegen, wir holen uns ganz kurz Trüffel. Gary, mitgekommen. Es schneit hier. Es schneit? Oh, stimmt. Es schneit. Oh, bald ist ja eh Weihnachten, ne? Naja, dauert noch etwas mehr als 2 Monate, aber... oh, pass auf, oben ist ein Griffin, also nicht hingehen. Ey, sicher, wir finden hier keine Pilze. Guck dir den an, der hat einen Helm auf. Stimmt. Warte, Dick. No, die Gürteltiere. Ich wollte gerade sagen, doch, es sind 2 Gürteltiere. Pass auf, wir töten den kurz. Vielleicht hat er irgendwas. 3 Gürteltiere sind dort. 3 Stück? Ja gut, pass auf. Die Spinne kommt, die Spinne kommt, die Spinne kommt. Ja, folge mir mal, wir brauchen eine Höhle. Von hier, oben. Hier, guck mal, da sind Pilze. Ah, warte, hier, Raptor. Aufgepasst, Gary, du musst auch... oha! Ey, der Raptor war stark. Er ist immer noch stark. Er kannst du mit angreifen. Der gibt 144 ab. So stark bin ich jetzt auch nicht. Hier, ich mache extra hier Heilung. Okay, das ging jetzt. Oh, ist er tot? Ich habe ihn getötet, ja, ja. Oh, sehr schön. Ich glaube, hiervon kriegen wir Trüffel, oder? Ja, hier, Trüffel. Gut. Damit können wir halt den Schleim zähmen. Das hat sich halt ganz vergessen. Aber dank den Kommentaren, Dankeschön, wissen wir, dass wir Trüffel. Knüffel, wir brauchen Knüffel, Leute, Knüffel. Ja, Knüffel ist ein Spiel, aber auf jeden Fall Trüffel. Trüffel hilft immer gut. Giftpilz. Warte, was ist denn das hier dann für eine Pflanze? Ich weiß halt nicht, was das jetzt ist, aber wir sammeln es ein. Blauer Donnerdorn. Okay, das sind die Trüffel, diese kleinen Dinger. Das ist keine Ahnung. Kleiner Lichtpilz. Süß. Okay, es sieht aber geil hier aus. Ja, wie gesagt, sammelt Trüffel und dann gehen wir hin zu unserem Schleim. So. Habe ich eingesammelt. Guck, da drüben ist noch eine Alge. So eine ganz komische helle. Siehst du sie? Die hier. Ja, ja. Bam. Kaltlichtgras. Wie gesagt, das können wir, glaube ich, hinten bei uns anpflanzen. Wer weiß. Oh, ich sterbe, sehe ich gerade. Wieso?
Mir ist kalt, Eisblock halt. Oh, jetzt ist weg. So, Gargoyle, kommst du her? Hast du Licht zufällig mitgenommen? Ich hab mein Superfly mit. Ich hab gar nichts mit, nee, nee. Gut, hier sind die weiteren Algen. Wir brauchen aber die Pilze. Hier ist ein Dungeon! Sind wir das? Stimmt. Nee, das können, oder? Soll ich mal abbauen? Nee, sind wir nicht. Können wir, warte mal, das kann sein, dass wir da durch können. Egal, nicht ablenken. Pass auf, wir trennen uns ganz kurz. Du gehst rechts runter, ich gehe hier runter. Oh, und du holst Trüffel, ich hol Trüffel. Ja, wenn hier Pilze sind, heißt es, ne? Ja, bei mir sind hier Pilze, so wie es scheint. Ja, hier sind Pilze. Nice. Kann das sein, dass Trüffel nur in so eine Vorhöhle sind? Ich finde nur normale Pilze hier. So, ich bin wieder da. Nementis und Terrabird ist da. Ah, okay. Ja, was hast du? Ja, hier sind noch ein paar. Okay, sammle ein, sammle ein. Ich töte kurz hier die bösen Viecher. Weg mit dir. Da ist ein Krokodil, das will mich. Ja, die Gürteltiere werden getötet von der Kackspinne. Ah, ich habe jetzt die Viecher angegriffen, da aber ist nicht schlimm. Ich seh dich, du bist hier am anderen Ende. Ach so, ja gut. Töte mal ganz kurz das Viech mit mir hier, die Spinne. Ja, das ist noch eine Spinne. Ja, dann töte die auch bitte. Weil wir müssen die, saven. Jo, geht doch. So, ich mach mal kurz Heilung, ja? Sehr der gut. Der König hier lebt noch, Goblin-König. Der lebt auch noch? Alles klar, hat er sich wohl versteckt? Jo, very nice. Okay, Heilung ist gar nicht so geil. Die ganze Zeit, deine Stamina geht die ganze Zeit instant auf null. Also sie geht runter und runter und runter. Ich habe jetzt 10 insgesamt. Das sollte reichen. Und du hast auch noch. 10. Ja, siehst du, 20, dann reicht das. Ich weiß zwar nicht, was die Gürteltiere jetzt essen, aber die müssen wir eh downschießen. Von daher. Nimm mal Gargoyle mit. Ich hole ihn kurz. Aber Kroko ist da vorn. Ich weiß nicht, ob er kommt. Warte mal. 70 Level hat der Kleine hier. Hä? Der mag keine Trüffel? Das sind doch Trüffel, oder nicht? Fleisch oder so? Weiß ich nicht. Warte mal, der... Hast du das ausprobiert? Ja, es kann sein, es kann sein. Ah, gut, lass kurz mal das gute Fleisch holen. Ach, guck mal. Was denn? Tschüss. Ich komme. Warte, tu ihm nicht weh. Ich bringe ihn zur Base, dann ist er sicher. So, da ist ein Level 15er, Level 60, 35. Hier ist noch einer eingedingselt. Ja, das ist, glaube ich, das ist der Beste, Level 90. Pass auf, lass ihn aber drin. Weil dann können wir ihn so, you know what I mean? Ich mache nur den unteren frei. Hab ihn getroffen. Jo, sehr schön. Okay, Freunde, wir werden den holen. Wait a minute. Hi, Kleiner. Er ist hier. Wo ist er? Hinter dir. Das ist er? Ja. Nein. Ja. Wir haben ein Problem. Pass auf, ich baue ihn jetzt ganz kurz ein. Du musst mit mir bauen. Wir bauen ganz kurz, ganz schnell eine... los, komm. Ich habe gar keine Blöcke. Du hast keine Erdblöcke mit. Nein. Leute, was mache ich mit Gary? Freunde, was mache ich mit dir? Ja, guck mal, er hat den eingebaut, ich habe eingebaut, sehr schön. Oder kann er sich durch Boden durchdingsen? Nee, oder? Ich habe unsere Viecher erstmal auf Passiv gerufen. Ja, wir haben aber ein kleines Problem. Ach. 5000 Topo. Das Mädchen hier? Ja. Okay, dann los. Einbau, let's go. Einfach drumherum bauen. Hauptsache zwei hoch. Da drüben ist doch bei dir auf. Gut. Sollte funktionieren, außer hier. Ja, das wäre Falle gewesen. Das? So. Ich würde sagen, ich besorge jetzt ganz kurz noch ein paar Pfeile. Oder warte mal. Die könnten wir ja versuchen. Mal sehen. Ich schieße einmal drauf. Wir können ja kurz rechnen. 72. Ich hole noch ein paar Pfeile. Oh, Jesus, ey. Ich noch nicht mit. Rausschießen. Wir, ja, dann, pass auf. Ins magische Gebiet rein. Wir müssen kurz farmen gehen. Pass auf, du kümmerst dich kurz um das Fleisch. Ja. Und sag sofort. Pfeile. Ich um die Pfeile, weil wir treffen uns dann in der Base. Sag, wenn du da bist, weil ich will bei den Taming, ich will zum Schluss, will ich mit dabei sein. Hier ist eine Kano. Ich glaube, der hat sich verlaufen? Verlaufen. Ah, nee. ja, sorry. Nee, doch nicht. Das Gebiet ist gleich daneben. Nö! Digga! Ich weiß zwar nicht, was das für ein Centaur ist, aber den habe ich noch nie gesehen. Der trägt eine Maske. Bei dir? Ja. Du hast sie nicht in unser Land gebracht, oder? Kommen Sie rein hier. Du Penner. Der trägt hier eine Maske. Ich weiß zwar nicht, was das für ein Dude ist, aber ich kenne ihn mal. Centaur, magischer Wald.
Bastard. Ja, wie gesagt, die haben alle, denke ich mal, die sehen alle anders aus, weil sie von verschiedenen Völkern so kommen, weißt du? Ja, ich töte ihn jetzt. Die einen sind Waldelfen, die anderen sind diese Elfen, so als Beispiel, so, ja. Kommst du? Kommst du, kommst du? Tja, niemand legt sich mit Terrorbird an, doch außer er hier. Ha. Jo, Terrorbird hat gleich ein Level bekommen, sehr schön. Ach, verloren hat er aber nichts. Schade. Oh, und den Beacon da drüben nehme ich mit. Da sind ja auch meistens noch hier, wie heißt? Oh, ich habe ein Level bekommen. Wie heißt es jetzt? Da sind auch nochmal solche sie Blueprints drin. Möchte essen. Ja, warte. Wait a minute. Wir haben hier noch ein Steintor. Und einen Bahnhof. Ach ja, Freunde, ich hab gerade, wo ich jetzt den Bahnhof gelesen habe, ich erzähle euch gleich mal was ich in Zukunft noch vorhabe mit Gary. So, der kleine Schleim wird jetzt geht. Ist er? Jo. Ja, das ging doch mal schnell. Erdölschleim. Erdölschleim? Kann er eventuell was produzieren? Warte mal. Okay, da sehe ich jetzt nicht. Vielleicht, wenn man reingeht. Kann rohes Fleisch in Öl... What? Testen. Rohes Fleisch. Ich habe rohes Fleisch. Da. Ja, tu rein hier. Oha, Alter. Okay, das ist geil, wenn der das wirklich kann. Reiten kann man ihn nicht, wa? Nee. Gut. Okay, das kann man halt nicht. Ja, was ich vorhabe, pass auf, dazu müssen wir jetzt ganz kurz hochgehen. Und zwar, wir bauen ja da jetzt unsere und das größte Bauprojekt. Und wird auch, glaube ich, das größte, weil eventuell ziehen wir auch komplett nach unten. Wir bauen ja eine riesige Höhle da unten. Und von der Höhle aus werden wir uns einen Durchgang bis zum Meer machen und einen Bahnhof dort reinbauen. So, dass wir solche Bahnschienen haben und so weiter, unseren Zug. Und dann können wir da hinfahren, können wir wieder zurückfahren und so. Das wird geil. Ach du Scheiße, da hinten ist das Meer. Ja, da ist das Meer. Also es sind sehr viele Blöcke. Sehr viele Blöcke. Ja. Bekommen wir aber hin. Wir haben Bohrer. Und vielleicht gibt es sogar noch einen besseren Bohrer. Mal gucken. Wolltest du nicht ein Pferd töten? Ja, pass auf, warte. Lass es den kurz töten. Okay, warte. Los. Hab einmal getroffen. Wir brauchen sein Horn. Wir brauchen unbedingt sein Horn. Jo, sehr schön. Hast du ein Horn? Magischer Lichtstein habe ich gekriegt, aber Horn habe ich nicht. Lichtstein, nee. Ist das so eine Art Horn? Hier war doch gerade... Achso. Nee. Zeig mal kurz her in dein Pteranodon rein. Ja, ist doch drinne da. Nee, das ist es nicht. Ich hab sein Horn! Sehr schön. Woohoo! Rüberbringen. Hey, also spawnt das nur eine Kiste. Ja. Sehr schön. Oh, zeige mal hier. Jo, genau. So, Freunde, pass auf. Wir können ja durch diesen Stab nur vier... Du kannst ruhig da warten. Achso, ich komme jetzt mit, weil ich... Achso, ne? Ja gut, da komm. Oder ich versuche noch einen zweiten zu kriegen. Oder so. Wir können dadurch ja nur so ein Kristall abbauen. Passt mal auf. Wir können jetzt durch diesen Horn, wenn wir jetzt hier rangehen, können wir einen Stab herstellen. Und zwar... Oder war das hier? Hier? Ja, hier. So. Leuchtender Stab. So, den nehmen wir jetzt mit. Eventuell, wir können auch da... Oh, Flashstick. Okay, ist ein leuchtender Horn. Richtig geil. Jetzt bin ich mal gespannt. Und? Okay, man muss dreimal machen, aber man kriegt das Doppelte raus. Das ist schon mal was ziemlich Gutes, denn wir brauchen jetzt einige Pfeile. Hä? Aua. Ach, du wirst angegriffen. Gut. Ah, pass auf, das reicht. Lass uns hinter. Die warten schon auf uns. Die heulen schon. Ich komme reingedonnert. Zu spät. Sehr schön. Hä, ich war auch da, ja? Steig ab. Oh, warte mal. Ein Goblin-Handelszentrum. Wir haben ein Goblin-Handelszentrum. Ach so, okay. Wie geil ist das denn? Hier, das und das. Ja, warte, ich muss kurz was bei dir hier reinlegen, weil ich wiege einfach zu viel. Ich mache jetzt erstmal den 5000er runter, ja? Da können wir ja gucken, ob es wirklich funktioniert. Aber hier ist auf jeden Fall ein Goblin drin. Need you. Ich wollte Trüffel erstmal holen. Ich habe keine mehr. Die sind fast alle abgelaufen. Wofür brauchst du Trüffel? Ja, für die Viecher zu. Ich weiß nicht, was die haben wollen. Deswegen, Trüffel waren eigentlich für die Schleims da. Guck mal, das geht richtig schnell. Aber du musst mit mir. Wenn ich einmal drauf. Pass auf. Ich schieß drauf. So, schieß drauf. Genau, und jetzt einfach spammen. Einfach spammen nur. Freunde, wir haben es jetzt gleich geschafft. 500, 600, okay. Jetzt sind wir gleich 700, 800. Okay, knapp drüber. Und. Ein Schuss noch. Yo! Okay, der erste ist down. Den nächsten kriegen wir auch down. Hier, aber ich gebe dir ein paar Pfeile ab. Hier schon mal auf 8. Wie viele hast du noch? Jetzt habe ich 10. Dann da bitte schon noch Trüffel und Bären rein. Er frisst Trüffel. Trüffel, okay, hier, pass auf. Hier, fallen gelassen, habe ich. Und hier, kleiner Lichtpilz. Vielleicht isst er das auch. Scheiße. Wo, was denn? Guck mal, wie langsam das hochgeht. Geht doch, hat jetzt zweites Mal gegessen.
Ja, guck mal, wie langsam. Du musst auf jeden Fall noch mehr farmen. Los, ach so, das meinst Arsch. Du? Ja, aber er hat, Bären hat er da. Hier, Bären hier fallen lassen. Hier, vielleicht macht er sogar magische Dings da, mag er noch hier so. Kann er auch noch haben. Siehst du, hier, das kann er auch noch hier. Soll er mal jetzt nicht das Beste vom Besten nehmen hier? Ja, pass auf, dann, ich begib mich auf die Suche und wir sehen uns gleich. Yo! Gary, Paradies voller Trüffel! Warum bist du nicht in die Höhle reingegangen? Ja, ich hab's nicht gesehen. Alter! Okay. Ich sammel kurz. Jo, ich warte. Ich glaube, oh Gott, ich wiege zu viel. So, hier, ich tue es in Pteranodon rein. So, bitte hol raus. Danke. Bitte. Warte, wie viel Energie hat der? Wer denn? 1000 hat der noch. Wait a minute, was hast du getan? Da war ein Goblin und ich habe nicht auf die Energie geachtet und... Ja, bleibst jetzt da drin, mein Freund. So, ich brauche nur meine Sachen. So, nice. Mann, ey, wer hätte gedacht, dass der so viel abzieht, ey. Soll ich den rechten... Den kann ich ja schon downschießen, wa? Kannst du machen, ja. Ich mach das schon mal. Juhu, er ist fertig. Schön, Kleiner, schön, 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 schön. Cool, so. Jetzt kommt das Mädchen dran. So, gib mal Hälfte an Trüffel, nehme ich jetzt. Hast du alles rausgenommen? Ja, 38 Stück haben wir nur noch. Hab ich noch irgendwas raus? Hier, vielleicht kleiner Lichtblitz oder... Man kann bei den Kupferbahnen und so herstellen. Ja. Dann brauchen wir gar keinen Ofen mehr. Gary, hast du schon reingetan? Weil da steht, lege blablabla rein, um zu zähmen. Ist drinne. Ich tu noch mal raus. Ich tu noch mal rein. What the hell? Okay, vielleicht, weil es erstmal runtergeht. I don't know. Du wirst es nicht glauben, aber wir können ihn erst in der nächsten Folge reiten. Oh, warum? Level 50. Ich bin 47. Ja, 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 ja. Oh. Yo, nice. Oh. Okay. Den wollte ich auch gerade einpacken. Ich war ein bisschen schneller. Gut, jetzt, warum? Ah. Armadillo heißen die, Gary. Los, pack mich und dann bloß raus hier. Goblin-König, um den kümmere ich mich auch noch. Aber um den, deren richtigen König. Ich glaube, da gibt es bestimmt noch einen richtigen. Ach, guck mal, da oben ist was drauf. Oh. Ist egal, flieg weiter, flieg weiter. Okay. Nächste Folge können wir mal gucken, was da oben drauf ist. Einmal bitte runterlassen. Dankeschön. Und, Armadillo? Komm raus, mein Freund. Bam, Baby. Da ist der Gary. Ja, wir lernen das nochmal mit Pokémon und so. Ey, aber hübsch. Die hatten wir noch nie gehabt. Bin ich der Meinung. Nee. So, und wollen wir mal ganz kurz was testen? Komm mal hier ran, hier. Mein Freund. Da kommst du her. Geht doch. Hey, guck mal, der hat ein Lava-Ei gekackt. Gürteltier. Ja, ist wirklich Gürteltier. So, jetzt ist die Frage... Wandern aktivieren. Bedeutet ja dann bei denen, denke ich mal, Liebe machen, oder nicht? Aber machen wir es... Oder wollen wir mal ganz kurz testen? Wandern ist aktiviert. Aktiviert. Ja, es geht! Was soll ich jetzt? Soll ich abbrechen? Mach doch. Wandern deaktivieren. Liebe, nicht mehr, hier. Freunde, das machen wir ein andermal, weil wo sollen wir die Kinder reintun? Ja, ich weiß nicht, ob die schwanger wird oder ein Ei legt, aber ich denke mal, sie wird schwanger und das Kind ist draußen. Flop. Und dafür brauchen wir Trüffel. Und das einige. Ja, da wissen wir, was wir demnächst auch nochmal. Oder da unten im Keller kommt ja eh noch. Ja. Da kommt ein Paarungskeller. Wir haben alles dann. Ach ja, und das hier will ich ganz kurz mal ausprobieren. Gary, und zwar hier. Hier haben wir unser... das gucken wir uns... Oh, Freunde, das behalten wir für die nächste Folge. Ich glaube, das wird spannend, Gary. Das wird richtig spannend, bin ich der Meinung. Okay. Weil, siehst du das hier schon? Nee, wa? Nee, aber ich guck gerade zu dir rüber, ja. Gut, siehst du dann gleich dann. Ja, Freunde, dann hätten wir das hier schon mal geschafft. Nächste Folge versuchen wir einen Sattel für die herzustellen. Aber ich denke mal, das geht. Das hier werden wir in Angriff nehmen. Ich denke mal, wir werden offline ein bisschen weitermachen, weil das dauert echt lang. Und ja, den kleinen Schleim haben wir hier auch hier geholt. Ist das schon mal gut. Guter Erfolg gewesen. Und ja, dann würde ich aber schon mal sagen, das war's wieder von der weiteren Folge PixArk. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und wenn sie euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.